Hallo und willkommen zurück. Spinnzeug, das. Einsortieren? Ja, sehr geil. Gut. Das. Machen wir jetzt noch davon. Komm. Wir würden hier echt mehr von bauen. War noch ein bisschen Platz. Mit der Treppe haben wir noch Platz. Können die nebenbei laufen? Die waren, glaube ich, hier irgendwo. Irgendwo waren sie hier. Oh, hab ich doch gesehen. Da. Mehr noch zwei hinbauen. Ja, so rum. Zack. Gut. Wir hätten das. Wie sieht's aus mit Wasser? Wasser ist voll. Wir haben Nahrung. Wir könnten noch Smoothies gebrauchen. Da unten. Rezept. Hier sehe ich ihn. Ah, Kiesel ist kein Problem. Zack. Wir haben doch jetzt eine Hammerstufe 3. Da könnten wir echt wieder auf den Tür rein. Kiesel. Das ist erstmal die nächste Mission. Nee, ich wollte hier hin. Rezepte. Heilt. Schutz. Angriff. Schadensresistenz. Okay. Ich hab's verstanden. Maximale Gesundheit. Oh, da fehlen mir noch diese Stacheln. Okay. Schleppkapazität. So Stunden müsst ihr ja noch irgendwo haben. Okay. Dann nehmen wir erstmal. Okay, wir haben noch einiges Zeug dabei. Das ist gut. So, gibt's noch was? Eigentlich müssten wir ja jetzt alles haben. Haben wir schon ein paar Dinger fertig? Wir machen das erstmal. Okay. Seile. Können wir jetzt so Seile herstellen? Ja. Das geht schneller. Geht besser. Gut. Keine Gegenstände eingelagert. Machen wir sie da rein. Ach, können wir noch einen anderen Mückenrapier? Wir müssen Rost holen. Okay. Rostiger Speer. Ja, wir müssen Rost holen. Definitiv. Das Schwert haben wir, die Keule haben wir. Speer, Infektion, Lebensraub. Das klingt nach einem Plan hier. Wir haben schon das Großschwert. Infektion. Wir müssen eh Rost holen. So, dann trinken wir jetzt noch einen Schluck und dann werden wir los. Wir müssen eh Rost holen. Don't even need to boil it. Perfekt. Denke aber, weil wir haben alles bei, was wir brauchen. Wird das auch repariert? Bis auf den Speer. Siehst du die Keule noch? Brauchen wir eigentlich für die Reparatur von der Keule? Reparatur. Haben wir doch alles da. Wir haben doch alles da. Gut. I'm flying! Ich könnte mal auch gleich auf den Tisch noch ein so ein Ding setzen. Vom Tisch aus noch so woanders hin. Klingt echt nach einem Plan, würde ich sagen.
So. Das muss ich auch noch lösen hier. Da muss ich mal in die Daten gucken. Jetzt einfach sagen, wir holen jetzt erstmal. Ja, ja, komm. Ich fühle mich mittlerweile so sicher. Wenn ich jetzt weiß, dass ich diese. Ich bin auch einfach killen können. Und jetzt sogar Giftresistenz habe als Mutation. So. Das hätten wir. Ja, es geht voran. Es geht einfach voran. Das ist schön. Eine dicke Asse. Spinni. Na komm, wo bist du? Witziges Vieh. Dann erschlage ich dich halt einfach. Oh, die Mama Spinne. Kannst du nicht alleine werden? Komm. Na komm schon. Ah. Oh, ihr armen kleinen Brocken. Wertmeister Stufe 3. Help, I'm stuck. Mann, ich bin zu blöd zum Springen. Da ist noch eine dicke Spinne. Aber ich habe jetzt erstmal andere Wege vor. Ja. Spann dich. Entspannen Sie sich einfach. Was ritzelt in Rot? Verdächtig. I spy. Die mögen nicht scharf und stechen. Jawohl. Dann latschen wir es erstmal hoch. Wir müssen sowieso runter. Ich muss nach da. Oh, noch eine Pusteblume. Naja, ich habe keine Angst. Ja. Ja, ich brauche eine Pusteblume. Kriege ich irgendwie noch eine Pusteblume schnell ran? Einfach weil es geht. Nämlich nichts mit, ne? Schlecht. Immer schlecht vorbereitet. Gut, dann müssten wir eigentlich auch noch gleich Rost kriegen, oder? Dicke Spinne. Den Hotdog. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ja, komm, wir gehen noch schnell runter. Eigentlich müssten wir ja über diese. Ist eh nach unten. Man kann sie ja nicht einfach abpflücken. Das funktioniert ja nicht. Pflanze jetzt wieder hochlatschen? Ich hoffe doch sehr. Ey, am besten Rüsselkäfer. Es muss doch möglich sein, diese Pflanze wieder hochzulaufen. Aphids, Nature's Lollipops. Na, es geht, es geht. Mit der Geduld, dann geht's. Wir werden das jetzt ausprobieren. Ach komm.
Wir gehen jetzt zum Fahrrad. Hallo, hässlich. Ist keine Zeit, mich mit euch anzulegen. Gebt mir voll auf den Sack. Einfach, weil ihr nervig seid. Du gehst mir auch auf den Sack. Nee, mit dem Rad komme ich nicht hoch. Bidum, bidum. Das andere Rad da. Sind wir gleich nachts oben. Oh, wird wieder bestes Timing. Na komm. Von hier geht's komischerweise, ne? Komm mal von hier nicht rauf. Das funktioniert nicht. Ich muss da hinten hin. Bidum, bidum. Ich marschiere für mein Leben gern. Machen wir da eben zu. Black Ant Soldier, prepare for battle. Sind die echt? Taking a look. Die mögen auch kein Schaf. Und stechen. Wo ich einen Degen war. Aber komm. Oh, guck mal an. Ey, aua. Bidum, bidum. Oh, den hätten wir das jetzt. Ausrüsten. Und los. Perfekt. Perfekt. Ich glaube, sind wir ja relativ sicher. Und na komm. Saure Klumpen. Hätten wir das. Biometric data, Wendell Tully. Biometric data transfer complete. Audio file downloaded. Dr. Wendell Tully. Title, goodbye. Hello, my scabby-wearing friend. I do not know who you are or how you came by this message, but please tell them I tried. Tell Trudy, Thor, my little Sarah. Tell the world. The sun is setting on our yard and it brings back so many memories. Sitting in this chair, my favorite chair, my thinking chair. I fear this may be the last time I lay eyes on such a beautiful sight. I'm nearly out of time. My body shrivels more with each passing day.
Even my scabby can barely fit on my bony wrist. The spacer, my greatest achievement. A disaster. The final chapter in the book of my many failures. Perhaps in solitude, free from my family, from Burgle, from Ominent, perhaps I can finally find a cure to this damnable reasoning. So, this will be my last adventure into the miniature world. I leave the warmth of the sun and embrace the unknown. I'll either find the answer or shrivel in the darkness below. To my lab underneath the shed. This is Dr. Randall Tully, signing off. Goodbye. Okay. Ich soll jetzt irgendwie in den Kriechkeller kommen. Zehennägel, ja. Schon ein bisschen widerlich. Ist die Frage, wie? Kann ich hier irgendwas umwerfen, dass ich da reinkomme? Jetzt hinten runter. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Was zu trinken. Hier irgendwie rein. Mal sagen, es ist ein Kriechkeller, also müssten wir ja irgendwie. Da. Komm. Ich stehe nicht so auf diese. Hammer geht immer. Kriechkeller. Wie kommen wir denn in den Kriechkeller? Aber wir werden erstmal Sachen erforschen. Und unten drunter. Wir haben jetzt saure Dinger. Blumen. Kuhkleber, saurer Pfeil. Okay, das geht nach dem Plan. Krummsäbel. Hä? Stimmt hier irgendwas nicht? Okay, habe ich es maximal schon erreicht? Wir haben ein bisschen was dazu bekommen. Diese Fundament, nein. Elchkenntnisse vom Schiff und Werke der Erklärung. Anwender rum. Mhm. Schaltet eine neue Mutation frei für maximale Gesundheit. Okay. Ist irgendwas? Nehmen wir dich. Das klingt nach dem Plan. Ameisen. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier irgendwie hinkommen. Ohne groß Aufsehen zu erregen. Hier. Ha! Ich bin genug ausgerüstet dafür. Hier.
Boah. Salz. Salziges Salz. Ah. Salzpfeil. Nee, nee, nee. Hier ist doch irgendwas nicht ganz richtig. Festbombe. Puzzeln. Doch eine Laterne bei. Ich habe doch einfach eine Laterne dabei. Ich denke mir doch nicht so ein Zeug einfach. Kann ich auch noch was machen? Oh, Notiz. Ice Caps Minzpastillen nutzen, um Lebensmittel zu konservieren. Aha. Okay. Butter. Working in the dark is playing tricks on my mind. I fear every shadow. Hear whispers in the silence. But most of all, I miss my family. Ah, Trudy and her crooked grin. The way she rolled her eyes at my dumb jokes. Sarah, my little angel. How she would jump into my arms every time I walked through the door after work. Ach du Heiland. Was ist denn hier kaputt? Diesen Käfer? Viele Nashornkäfer? Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin hier. Sieht schon ein bisschen. Das sieht schon ein bisschen gruselig aus. Oh, dreckiges. Wir gucken erstmal rum. Ausgewählt. Sieht verboten an, ne? Salzig. Okay. Na, kommst du rüber oder nicht? Holt dir mit der Keule was aufs Maul? Jetzt hier rein. Wir werden es rausfinden. Na komm. Ich hab keine Angst vor euch, Puppe. Die Zeit ist vorbei. Von einen rein. Das sind die Tim. Okay. Na, komm schon. Du bist auch schon hin. Gerade hier noch eine Muttermilbe, wa?
markiert irgendwas. Wie klappt das Scheißvieh? Ich mich gerade erschrocken. Oh. Oh, das ist Gold. Das sieht ja goldig aus. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ja, noch bin ich im Rohr sicher. Aber nicht erschlage ich die Spinne einfach. Ich weiß doch jetzt wie. Das Vieh, nö. Taking a look. Wolfsspinne. Nicht, wo ich nicht hin muss. Das weiß ich jetzt leider nicht. Eine Stechmücke? Headlock unterm Schuppmeier. Hier ist ganz schön was zusammengebrochen. Eiland. Wo muss ich hier hin? Ja. Was bist du denn? Witzig und stechend. Bist du einhändig? Jawohl, nehme ich dich. Hier haben wir einen Pilz. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Hier ist noch eine Assel. Wir müssen erstmal hier vorne umgucken. Hier ist noch eine Assel. Hier ist Rost. Ach. Bitte, danke. Hey, ich wollte 8 haben. Schurke. Na komm. Komm, 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 komm. Nimm das. Komm, Ausdauer. Und... Niemand mag euch. Hier mit dem Loch da unten sind eine Arsch voll Spinnen. Das ist eine Wolfsspinne. Die backt gerade ein bisschen rum. Ich hab die Brakes, Rolly-Poly. Ach, hier ein Rolly-Poly, okay. Ah. Ne, so nicht, mein Freund. Cool. Na komm. Komm. Na komm schon. Geh mit dir. Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, wie ich hier lang komme. Direkt drauf zu. Da muss irgendwas sein.
Irgendwas muss dort sein. Hier mal eine Menge Glasfaserwolle. Das einsammeln? Muss irgendwas sein. Oh, Heiland. So, jetzt gucken wir uns mal um. Nee, hier und da sind Fußnägel. Also muss ich da drüben lang. Irgendwie auf diesen Rohren wieder lang. Wenn ich da runterkomme. Oder? Oh Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.